Heute möchte ich kurz zu dem Satz "Ich habe keine Zeit" etwas sagen. Dazu ein Zitat von Leopold von Ranke: Es gibt nichts, wofür man Zeit findet. Wenn man Zeit haben möchte, muss man sich welche schaffen. Wie wahr ist das? Wie oft sagen wir, ich habe keine Zeit? Dem ist nicht so. Man hat die Zeit, die man sich verschafft. Wie viele Patienten habe ich, die früh erzählen, dass sie überhaupt keine Zeit haben zu frühstücken? Und wenn man dann genau nachfragt, was so meine Art ist in der Therapie, hinzugucken, wo liegt das Problem, also nachfragen, was ist genau die Situation? Da wird der Wecker gestellt und dann noch 10-mal klingelt der Wecker, 10-mal schläft man noch weiter, so bis es überhaupt nicht mehr anders geht, dass man aufstehen muss, schnell noch sich waschen kann, rekultivieren kann und lossausen muss, vielleicht noch unterwegs einen Kaffee trinken kann und dann völlig abgehetzt in die Arbeit kommt. Und dann ist es kein Wunder, wenn der Arbeitstag schlecht läuft, wenn man früh schon sowas von gestresst ist. Aber wenn ich weiß, dass ich, was weiß ich, eine halbe Stunde brauche und 10-mal den Wecker wieder ausdrücke, warum dann nicht den Wecker einfach auch diese halbe Stunde eher stellen, um dann in Ruhe die Körperhygiene durchzuführen, in Ruhe sich hinzusetzen, die Tasse Kaffee zu trinken, nach Möglichkeit noch etwas zu essen, weil frühmorgens Kohlenhydrate zugeführt ist Energie für den ganzen Tag. Und morgens braucht der Körper Energie. Oder wenn ich abends heimkomme nach der Arbeit, warum gleich sofort in den Haushalt stürzen und alles erledigen? Warum nicht erst einmal hinsetzen, durchschnaufen und in Ruhe überlegen, was ist jetzt wichtig, was möchte ich tun? Und so in Ruhe ein Ding nach dem anderen tun. Oder Hausfrauen, beim Erledigen der Hausarbeiten des Hausputzes, wie viele sehen, ich habe überhaupt keine Zeit und machen mehrere Dinge gleichzeitig. Fangen dort etwas an, dort etwas und dort. Am Ende wird alles chaotisch, stressig, weil man von verschiedenen Tätigkeiten hin und her springt, was weiß ich, den Lappen dreimal in die Hand nimmt, weil man 5-mal zwischendurch wegläuft und am Ende völlig gestresst ist und deutlich länger braucht, durch die zusätzlichen Wege alles wieder in die Hand zu nehmen und sich immer wieder umzustellen auf verschiedene Dinge. Also macht es doch Sinn, sich die Zeit zu nehmen, in Ruhe eine Arbeit zu Ende zu bringen und dann die nächste. Damit kann ich viel mehr mit meiner Aufmerksamkeit, mit meiner Achtsamkeit im Augenblick sein, bei der Sache sein, bin deutlich entspannter, als wenn ich zwischen verschiedensten Dingen hin und her springe oder wenn ich mir die Zeit sehr knapp setze. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen in Behandlung gehabt. Jedes Mal im Urlaub oder kurz vor dem Urlaub wurde er krank. Und irgendwie war das für mich seltsam. Und als wieder mal ein Urlaub anstand, habe ich ihn gebeten, er möge doch bitte mal aufschreiben oder mir erzählen, was er alles im Urlaub machen möchte. Wir haben uns dann hingesetzt, es aufgeschrieben und schon beim Aufschreiben, also ich brauchte das gar nicht zu Ende zu führen, weil normalerweise wäre jetzt noch das Zweite gewesen, nicht nur die Dinge aufzuschreiben, was er tun wollte, sondern auch dazu aufschreiben, wie viel Zeit er dafür braucht. Aber schon bei der ganzen Liste, die er sich vorgenommen hatte, konnte er sehen, eine Woche Urlaub wird nie reichen, um das alles bewältigen zu können. Diese Erfahrung war für ihn sehr hilfreich und wir begannen, dass er anfing, erst einmal seinen Alltag Tag für Tag zu schauen, zu planen. Was habe ich vor? Wie lange dauert es? Und dadurch viel, viel mehr Ruhe in seinen Alltag brachte und was ihn erstaunte, am Ende hat er mehr bewältigen können,
weil er ruhiger und gelassener an die Dinge herangehen konnte und damit am Ende leistungsfähiger war, als wenn er zwischen den verschiedensten Dingen hin und her springen muss. Also er sich die Zeit nahm, einerseits die Dinge in Ruhe zu erledigen und zweitens haben wir dann noch daran gearbeitet, auch Pausen im Alltag einzulegen und sich genügend Freiraum für sich selbst zu nehmen, um sich erholen zu können. Zum Beispiel ihr Handy behandeln viele, viele Menschen viel besser als sich selbst oder das Auto. Handy und Auto bekommen Energie, bekommen die Möglichkeit, sich zu erholen. Dass die Autobatterie aufgeladen wird bzw. das Auto betankt wird. Das Handy kommt ans Ladegerät, also an den Strom, wird aufgeladen. Und wir Menschen? Wann laden wir uns wirklich auf? Wann erlauben wir uns die Ruhe, die Zeit für uns, um unsere Leistungsfähigkeit am Ende zu erhalten? Warum gehen wir mit dem Handy besser um als mit uns selbst? Weil das Handy einfach aus ist, wenn es nicht funktioniert. Aber wir Menschen können ja immer noch ein Stückchen und es geht ja noch ein bisschen. Aber so kommt man am Ende irgendwann in die Erschöpfung und dann braucht es lange, bis man sich wieder erholt hat und wieder aus der Erschöpfung rauskommt, seine Leistungsfähigkeit wiederherstellen kann. Ganz früher wurden die Autobatterien immer mal aufgeladen, wenn sie älter wurden. Aber irgendwann hörte auch das auf oder wenn sie ihren Akku beim Handy immer wieder leer werden lassen, so weiß ich es zumindest, irgendwann sind die Akkus auch nicht mehr leistungsfähig. Und genauso ist es mit unserem menschlichen Körper. Auch er lässt in seiner Leistungsfähigkeit nach, wenn wir nicht pfleglich mit ihnen umgehen. Und dafür ist es wichtig, dass man sich selbst so wichtig nimmt, so einen wertschätzenden Umgang mit sich selbst, sich zu erlauben und sich dafür Zeit, Raum und Platz nimmt. Positive Aktivitäten, Hobbys, Entspannungsmöglichkeiten, ob aktiv oder passiv zu suchen, einfach gut für sich zu sorgen. Vielen Dank.